Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS15 auf der Map Niederlande zusammen mit dem Toto, dem Marco und den Simulator Play. Hallo. Hallo. Und den Freezy. Und den Freezy. Was? Na, wo ist er denn? 3000 brauche ich noch, dann ist das Ding voll. Tank mal eben ein bisschen ab. Was geht? Stopp. Ach. War die Bahn nämlich jetzt geradeaus durch? Ja. Der Hänger. Wiggle, wiggle, wiggle. So. Warum steht die Zeit eigentlich hoch? Die habe ich hochgestellt. Okay. Du kommst in die BGA nicht mal rein, oder? Doch, es ist noch offen, glaube ich. Ja. Ja. Ich will die Zeit jetzt mal schneller hochgehen. Oh, was mach ich denn, Fliesi? So. Okay, Toto, jetzt geht's. Ja. Ja. Mach zu. Mach zu, das Ding. Ich hab jetzt noch 2700 im Anhänger. Soll ich das einfach in ein anderes Silo kippen? Ja, ganz getan. Das war's mit Hexlern. Gott sei Dank. Boah. Feierabend. Feierabend. Freezy, welches Feld war das da, wo du mit Mähdrescher warst? Dann hole ich da oben mal Stroh. Wir haben die oberen Reihen alle gemacht. 3, 4, 5, 6, 7, da oben alles. Gut. Soll ich euch. Falls ihr einen Anhänger braucht, steht am Hof. Einer könnte in den. Ja. In den Drescher, der New Holland, der ist voll mit Weizen. Auch abgetankt werden. Da könnte jemand den Drescher hochnehmen und fällt. Ich habe Lake 9 nicht in den. Ich bin ins Wasser gefallen, keine Chance. Und oben dann bei 2, ich weiß nicht wo, ist Raps das auch schon mal abernten da. Hattet ihr auch Leck? Ja, ich hatte auch gerade einen. Ja, ich bin ins Wasser gefahren. Na super. Kannst du mal den, den Dolz zurücksetzen? Warum machst du das denn nicht? Kann ich das? Hat dir noch niemand das Admin-Passwort gegeben? Nein. Ah, Dolz fahr. Wieder ein Lag. Scheiße, hallo? Ja, hallo? Speicher mal jemand schnell. Spät. Komm raus. Ich weiß nicht, ob es noch gespeichert hat. Ich habe gerade auch drauf gedrückt. Oh, mach keinen Scheiß jetzt, Das war die vierte Folge, ne? Die letzte, ja. 45 Minuten speichert das immer. Nach 45 Minuten.
Könnten wir nur Glück haben. Oh nee. Start mal eben den Server neu oder was auch immer. Ja. Was ist mit der Aufnahme? Lass weiterlaufen. Wir läuft weiter, alles klar. Wir können uns so lange eine Geschichte erzählen und zwar, naja. Ja, der 17er kommt bald, freut ihr euch schon? Natürlich. Natürlich. Immer. Hat ihr schon vorbestellt? Ja. Ja. Das ist schön. Toto, du? Ja. Das ist schön. Warte mal, Marco oder Toto? Einer von euch hatte doch einen Mod für den gemacht, ne? Ja, ich. Okay. Das ist mein Mod. Der wird auch nirgendwo zum Download stehen. Habe ich einfach so jetzt mal beschlossen. Ah, da ist das ja wieder. Ole, ole. Denk dran, deinen wegen Server-Passwort-Dings. Was? Wegen Server-Passwort, dass du deine. Das ist egal, die Mods hat keiner. Selbst wenn die sich die Mühe machen würden, die alle Mods rauszusuchen, würden sie es nicht schaffen, draufzukommen, weil wir ungeschriebene Mods haben und. Achso. Exklusive Mods, die es gar nicht zum Download gibt und so. Na gut, ich hab's ausgemacht. Egal. Verbinde, bitte warten. Wieso ist der Server denn jetzt abgeschmiert? Er kotzt mich an. Kotzt kann mich ich, an. Kann ich dir nicht sagen. Das, ja. Das war mir klar, dass du das nicht kannst, aber... Warum passiert das denn, ey? Willkommen in der Niederlande. Synchronisiere Daten mit anderen Spielern. Sie wird geladen, bitte warten. So, wo waren wir denn? Hat's noch gespeichert? Kann ich dir noch nicht sagen, nee. Einen Moment. Ich bin noch auf Feld 1. Oh Gott. Oh Gott. Oh Scheiße. Allein Toto, wo sind wir dann? Oh hier. Feld 44. Ja, Mutterputzen weitergeht. Wer kommt denn jetzt schon wieder? Ja, ich muss den Server neu starten. Ich hab gerade geguckt, wo das Problem war. Und? Das war irgendwie an der Map und an dem UPK-Mod. Okay, ja, vielleicht klappt ja jetzt da hinten bei denen, das Silage zu verdichten. Ging ja vorher, also ging er ja jetzt auch. Vor der Server abgeschmiert, das ging. Achso. Hab ich zugedeckt. Synchronisiert gerade noch einer? Ja, ja. Genau. Also. Na gut, kann man nichts machen, kommt mal vor. Es kommt halt einfach mal vor. Ja. Nach 110 Folgen ist es zweimal passiert, da kann man sich mal ruhig sagen, das ist okay. Ja. Das dauert ganz schön lang jetzt. Ah, Markus Möhrenrechner da. Klar. Dein Möhrenrechner. Mein Möhrenrechner. Hör mal zu. Bei Gina Lisa läuft ja alles prächtig. Nein, hat er nicht gesagt. Sicher, mein Rechner heißt Gina. Ich rede auch immer mit ihr. Wir haben eine enge Beziehung. Eine sehr, sehr enge. Oh! Mein PC geht nicht einfach mal so aus. Meiner auch nicht. Ja.
Oh Leute, da habe ich mir aus Versehen die WLAN-Karte irgendwie rausgeruppt. Weiß nicht, wie das passieren konnte. Wie viel Prozent waren das Silo? Gucke ich jetzt 79. Achso, na gut. Also es geht noch, es ist ertragbar. Ja. Das geht ja noch. Ja, ist noch eine Fuhr, dann ist es bei 98 und dann können wir eigentlich zumachen. Weil ein Anhänger hat 4% im Silo. Ja. Dauert jetzt wieder was, ne? Alles okay. Muss tanken noch mal. Alles okay. Ja. Siehst du, wie perfekt ich den Anhänger um den Baum rumgezogen habe? Ohne einen Kratzer. Super. Ja. Ende der Bahn war das Blaskapell. Das ist toll. Was aus noch zwei Hänger oder was? Und das ist Ding voll. Ja, denk schon. Denken heißt nicht wissen. Ich wusste, warum wusste ich, dass das kommt? So. Hallo, wenn du mir jetzt so eine Vorlage gibst. Ja, es ist. Wo sind die denn auf Verwandeln? Ja. Irgendwann schießt er dir ein Eigentor. Was? Mach ich nie. Sag niemals nie. Will einfach mal da ab, Marco. Und dann kümmere dich mal um das Sägewerk. Ja. Werden wir zusehen, dass wir vielleicht am Wochenende oder was, oder am Mittwoch habe ich frei. Dass wir ein bisschen offscreen arbeiten und die ganzen Felder einfach abernten. Ja. Zu viert, zu dritt, zu viert sollte es schnell gehen. Ja, vielleicht holen wir uns noch zwei, drei Leute dabei. Voll. Oh, lass mich kurz gucken. Wir haben hier so viele Felder, Alter, das ist unfassbar. Ey. Ist einfach nicht mehr tragbar. Ja. Hast du gerade irgendwas verkauft? Ja.
Ja. Marco. dann wären wir ja noch weiter im Minus. Man muss sich ja drauf zahlen, dass den überhaupt jemand nimmt. Aber gut, meine lieben Freunde, wenn ihr Marco haben wollt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Und in dem Sinne sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Haut rein. Tschüss. Tschüss.